Wir legen los, weil die Fahne nur im Wind flattert. Krise als Chance für Fundraising im kirchlichen Bereich. Ich begrüße ganz herzlich dazu Matthias Daberstiel und Thomas Kreuzer. Die beiden werden sich idealerweise gerade jetzt selbst vorstellen und dann in das Thema einführen. Wir machen es wieder so. Ich habe immer einen Blick auf die eingehenden Fragen. Haben Sie bitte Mut. Ich frage euch zwei jetzt nochmal, das haben wir gar nicht abgesprochen. Wenn ich sehe, es kommen direkt schon beim Vortragen Gleich. Fragen rein, piepse ich mal rein und sage, da ist eine Frage, das geht. Also haben Sie bitte Mut, von Anfang an auch wirklich Fragen zu stellen. Sie finden die Fragen, ich sage es trotzdem nochmal direkt, GoToWebinar Bedienpanel und dort haben Sie die Rubrik Fragen und dann können Sie einfach lostippen und ich gucke, wie es ist. Lieber Thomas, ich sehe bei deinen Fragen auch gerade schon, Herr Kreuzer könnte bitte etwas lauter geschaltet werden. Ja. Vielleicht Das das. gehe ich mal einfach mit dem Mikrofon vielleicht etwas näher ran, dann Genau, ist bitte. wahrscheinlich So. einfach besser, ne? Genau. Und ich weiß, das ist auch etwas zurückhaltend gesprochen, weil wir noch nicht on air waren oder noch nicht so, dass es losgeht. Ich hoffe, das ist besser jetzt, ne? Ja. Okay, dann sage Sehr schön. ich freue mich, dass ihr da seid und legt los, ihr Ja. zwei. Vielen Dank, lieber Joachim, für den Einstieg und lieber Matthias, vielleicht starte ich einfach mal, ja, und also ne, Thomas Kreuzer leitet die Fundraising Akademie in Frankfurt am Main. Also ich habe im Vorfeld eben schon gesagt, dass es eigentlich ein Wagnis ist, was wir jetzt hier machen, weil wir eigentlich ja in der Frage, was diese aktuelle Situation jetzt für das Fundraising insgesamt, auch für das Fundraising in der Kirche bedeutet, noch keine validen Zahlen haben. Also wir haben erste Untersuchungen, wir sind zurückhaltend. Also, weil wir momentan die wirtschaftliche Entwicklung noch nicht in Gänze absehen können, wie das wird. Wir bekommen natürlich momentan eben schon erste Hinweise. Zum einen, das haben Sie alle gelesen, was den Rückgang der Kirchensteuer angeht. Das konnte man also in den Zeitungen verfolgen. Und wir haben aus den Landeskirchen, die die Kirchensteuer selbst einziehen, auch erste vorsichtige Signale, dass wir im Jahr 2019 doch wohl auch eine beträchtliche Zahl an Austritten haben. Deshalb glaube ich, ist es auf jeden Fall eine Umbruchssituation für die Kirche wahrscheinlich insgesamt, aber auch für das Fundraising in der Kirche. Wahrscheinlich sind Entwicklungen, die wir also schon vorher länger gesehen haben, vermutlich auch eben seit langem gesehen haben. Da spreche ich jetzt also für das Fundraising, wo ich das präziser sagen kann, werden einfach schneller kommen, schneller sich einstellen. Es sind wahrscheinlich jetzt eben keine Entwicklungen, die quasi vom Himmel fallen, ja, sondern die wir eben lange schon prognostiziert haben, aber wo wir jetzt doch sehen, also die kommen nicht erst in 5 oder erst in 10 Jahren, ja, sondern das geht jetzt also irgendwie los. Und ich würde einfach mal an Matthias Daberstiel weitergeben. Es gibt ja im Grunde unterschiedliche Wahrnehmungen, wenn ich das richtig sehe, ja, zurzeit von der aktuellen Situation. Ja, man könnte ja eigentlich fast zwei gegensätzliche Thesen formulieren, indem man sagt, also ne, die Menschen haben gerade ganz andere Sorgen. Ja, es geht überhaupt nicht um das Fundraising. Ja, man könnte aber natürlich sagen, also gerade jetzt, ja, sind die Menschen solidarisch und spenden. Was trifft denn jetzt eigentlich zu und was stimmt denn aus deiner Perspektive? Ja, also ich sage vielleicht noch ganz kurz, bevor ich die Frage eingehe, noch was zu mir. Also ich bin einer der Herausgeber des Fundraiser-Magazins und was viele nicht so wissen, ich berate auch gemeinnützige Organisationen und momentan auch einige kirchliche Projekte. Und von daher habe ich auch einen gewissen Einblick in das Fundraising der Kirche. Ja, was ist jetzt momentan sozusagen das beherrschende Thema? Das ist natürlich Corona, ganz klar. Das geht jeden Tag rauf und runter. Viele Leute können es auch schon nicht mehr hören. Und es gibt natürlich dann wie in jeder Krise immer den Moment, wo die Leute einfach abschätzen, kann ich jetzt helfen oder nicht? Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Leute gerne helfen wollen. Also es gibt nur ganz wenige, die das überhaupt nicht machen wollen. Ob sie es dann mit Spenden machen, ist dann wieder eine ganz andere Sache. Aber das Bedürfnis ist da. Und ich glaube, gerade als Kirche darf man sich vor diesem Bedürfnis nicht scheuen. Ich meine, das ist eine Institution, die schon seit über 2000 Jahren Fundraising macht, wenn man es mal jetzt ganz
plakativ ausdrücken möchte. Und dementsprechend verstehe ich auch manchmal die Angst vor der Bitte nicht. Aber ich verstehe, dass jetzt in der Krise natürlich viele sagen, okay, jetzt ist ja natürlich gerade der schlechteste Zeitpunkt, um Fundraising zu machen. Meine Erfahrung ist genau gegenteilig. Gerade jetzt sind die Leute aufgeschlossen, aber wir müssen unterteilen. Die einen, die sagen, Corona beeinflusst uns und wir können eventuell Projekte anbieten, wo wir helfen können, ganz konkret in diesem Fall. Und wir haben den anderen Fall, dass wir Leute haben, die sagen, ja, ich bin aber jetzt eher bei den Organisationen, die ich schon kenne. Also bei denen bleibe ich und die unterstütze ich auch weiterhin. Ich glaube, diese beiden Gruppen sind relativ groß. Die Gruppe der Nichtspender ist gar nicht so groß, glaube ich, die jetzt aus ökonomischen Gründen dann eben sagt, nee, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ja, also hier, auch hier kann man sagen, das sehen wir sozusagen bei den ersten Umfragen, also auch bei den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, sind Entwicklungen, die wir eigentlich die ganze Zeit schon wahrgenommen haben, verstärken sich nochmal. Also ich habe den Eindruck, dass der gesamte Bereich der humanitären Hilfe, wenn ich das richtig sehe, kaum Einbrüche hat. Ja, also das geht gut voran und andere Fundraising-Felder, ja, die es sozusagen immer schon schwierig hatten mit der Kulturbereich, scheinen es eben jetzt noch einmal schwieriger zu haben. Ich würde nochmal jetzt auf die Motive oder Werte nochmal zu sprechen kommen, die in dieser Zeit eine Rolle spielen, auf die du gerade angespielt hast. Also auf der einen Seite sehen wir sozusagen bei den Spendern, dass sie also eine hohe Verbundenheit mit ihrer Organisation haben. Das ist im Grunde ein durchgehendes Motiv und dass sozusagen einfach auch die Organisation mit einem soliden vorhandenen Spenderstamm ganz klar im Vorteil sind. Wenn man sich die Motive oder Werte der Spenderinnen und Spender also anschaut, dann kann man sagen, gab es jetzt in der Corona-Zeit also mit Sicherheit nochmal dieses Gefühl der Solidarität, ja, was genannt wurde, mit Sicherheit auch nochmal das, also sagen dieser Impuls, ja, zu helfen, ja, also ne, wir müssen helfen, Hilfe ist nötig, mit Sicherheit auch nochmal sozusagen so eine Art Verbundenheit, zum Teil vielleicht sogar auch so ein Wir-Gefühl, interessanterweise stärker auch nochmal auf das eigene Land bezogen und irgendwie auch nochmal eine Form von Vertrauen sozusagen an die Organisation, der man verbunden war. Das ist im Grunde, wenn ich das richtig sehe, das, was ich tatsächlich durchziehe, dass die Organisationen, die es geschafft haben, eine hohe Bindung aufzubauen, also im Blick auf das Fundraising, sehr gut durch die Krise kommen. Was ist denn sozusagen aber mit den Motiven der Nichtspenderinnen und Spender? Naja, also grundsätzlich ist ja die Spende immer auch eine ökonomische Entscheidung. Ja, also wir müssen ja ganz ehrlich sagen, dass die Leute alle vor Weihnachten spenden, hat ja zum Schluss auch einen ökonomischen Hintergrund. Ja, früher gab es das Weihnachtsgeld und da hatte man einfach Geld im Haus und war dann auch in der Lage zu geben. Und heute ist ja gar nicht mehr so sehr verbreitet, das Thema Weihnachtsgeld. Also gerade hier in den neuen Ländern, ich sitze ja hier in Dresden, ist es ehrlich gesagt eher unterrepräsentiert, um es mal vorsichtig zu beschreiben. Aber das spielt natürlich eine Rolle. Aber es gibt natürlich auch Motive für Leute, die jetzt nicht spenden, die auch schon lange da sind. Ja, also fehlende Transparenz zum Beispiel ist ein ganz großes Thema für viele. Auch so eine Unentschiedenheit zu sagen, okay, an wen soll ich denn mein Geld geben? Also es ist unübersichtlich, ja, an wen man sein Geld gibt, wem kann man vertrauen. Wir stellen auch fest, in den letzten Jahren, die Vertrauenskurve bei den NGOs ist sehr stark abgesackt. Es gibt da entsprechende Untersuchungen, die zeigen, dass gerade im Zusammenhang auch mit der Flüchtlingskrise doch das Vertrauen auch in NGOs sehr stark zurückgegangen ist. Ich glaube, dass es da auch einen Zusammenhang gibt. Da ist auch nicht immer, muss man so sagen, ehrlich kommuniziert worden. Ja, also da wurden auch viele Dinge kolportiert, die dann zum Schluss sich als nicht wahr herausgestellt haben. Und das nimmt man einfach dann übel. Und wenn ich das jetzt mal auf die Kirche beziehe, so wird natürlich, und das ist jetzt mal die Innensicht aus der Kirche heraus, nimmt man die Kirche natürlich immer wahr als jemand, der Geld hat. Ne? Und wenn ich allerdings dann mal mit Leuten spreche, die eigentlich bisher der Kirche noch niemals Geld gegeben haben, also auch Leuten, die nicht zur Kirche gehören, dann stelle ich immer wieder fest, dass dieser Gedanke gar nicht so verbreitet ist, sondern dass, wenn man ein gutes Projekt macht, dass man die Leute auch damit überzeugen kann. Und deswegen glaube ich,
dass die Kirche und gerade die Kirchgemeinden vor Ort gerade auch jetzt in der Krise einen Riesenvorteil haben, weil sie ja schon so fest verankert sind im Bild der Stadt, im Bild der Kirche, im Bild sozusagen als Kirchturm da sichtbar sind, dass sie eigentlich jetzt eine ganze Menge leisten können, weil sie eigentlich einen Vertrauensvorschuss haben. Und der wird aus meiner Sicht aber in vielen Gemeinden eigentlich gar nicht gesehen. Also nur mal als Vergleich. Ein normaler Verein, den man so in Deutschland hat, der hat so ungefähr zwischen 100 und 200 Mitgliedern. Ich berate gerade eine kleine Kirchgemeinde hier in Dresden mit 3.900 Gliedern. Also das ist schon ein Riesenunterschied, was man allein an Potenzial schon mal hat. Und dann kommt ja noch das Potenzial der Nicht-Christen sozusagen noch dazu. Und ich habe gerade ein laufendes Projekt für eine Kirche in Dresden-Leubnitz, die dringend ein neues Fundament braucht. Und wir haben im November, 30. November begonnen. Wir haben jetzt nochmal Pressearbeit gemacht. Und das lief, muss ich ganz ehrlich sagen, wunderbar. Wir haben halbseitige Artikel in allen drei großen Presseerzeugnissen hier in Dresden gehabt. Einfach deswegen, weil wir berichtet haben, es läuft, es geht voran. Die Kirche wird gerettet, dank der Spenden, die da kommen. Ja, also das heißt, also man könnte das, was wir eben ne, wissen jetzt über die Untersuchungen, auch über Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, kann man also tatsächlich nochmal als zentrale Werte herausheben, das Vertrauen, ja, und dann eben auch nochmal diesen lokalen Bezug, den wir sehen. Das ist ein ganz klarer Vorteil der Kirchengemeinden. Und dann also können wir so sagen, etwas für die Organisation konstatieren, was wir jetzt vielleicht auf die Kirchengemeinden übertragen. Ja, das ist also nicht valide, aber sagen die These ist ja die Organisation, die eben schon immer eine hohe Bindung ja zu ihren Spenderinnen und Spendern haben, kommen jetzt eben auch, was das Fundraising angeht, sehr gut durch die Krise. Wir vermuten, dass es auch für die Kirchengemeinden so stimmt. Und diejenigen, die also sagen, immer sich schon also im Unklaren darüber waren, für wen denn eigentlich zu spenden ist, dass bei denen aber auch nochmal das Gefühl verstärkt wurde und die vermutlich eben auch nochmal in ihrem Nichtspenden bestärkt worden sind und dass sich sozusagen diese Haltung nochmal verstärkt hat. Und unsere These ist auch hier, dass sich sozusagen diese Form, naja, der Unklarheit auch nochmal auf die Kirchengemeinden überträgt. Lieber Matthias Abaschi, es gibt ja nun einige wenige Studien, wir sollten einfach mal darauf zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt auch nochmal viele Gespräche geführt im Vorfeld. Es gab in der vergangenen Woche auch nochmal über den Alumni-Verein der Fundraising-Akademie einen sehr schönen Austausch über die mit den Kolleginnen und Kollegen sozusagen aus dem operativen Geschäft. Und es gibt sozusagen eben diese eine Studie, die von Steinrücke und ich, Grün Alpha und Conversio und Fundango in Auftrag gegeben wurde. Und ich glaube, wir sollten einfach einmal kurz diese, also unterschiedlichen Thesen, ja, die diese Studie beinhaltet, zusammenfassen. Ja, also es ist ja dort gefragt worden, erstmal, wie die generelle Spendenbereitschaft in der aktuellen Krise ist. Ich fand das schon sehr beeindruckend, dass sich also über die Hälfte der Menschen, die schon Spender sind, gesagt haben, ja, ich spende genauso wie bisher. Also ich ändere sozusagen an meinem Spendenverhalten jetzt erstmal gar nichts. Das waren 56%. Das ist ein recht erklecklicher Teil. 17,1% haben sogar gesagt, wir würden sogar mehr als bisher spenden. Also wenn wir dazu aufgefordert werden, natürlich auch immer. Und 3% haben sogar gesagt, ich habe das sogar zum ersten Mal vor. Also wir hätten sozusagen auch Neuspender. Das trifft sich auch, wenn man das mal vergleicht mit anderen Krisen, die wir schon gehabt haben. Also beispielsweise Hochwasser 2003, 2013. Da haben wir auch einen sehr starken Anstieg oder einen sehr starken Anstieg der Spendenbereitschaft, insbesondere in Regionen, wo man auch eine persönliche Betroffenheit verspürt hat. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang, dass man dort hilft, wo man es sieht, sozusagen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Regionalen eben da auch Vorteile haben. Es gab natürlich auch Menschen, die gesagt haben, ich spende jetzt auch nicht. Das waren hier in dieser Umfrage 18,6%, muss jetzt nochmal nachschauen.
Und weniger als bisher Spenden haben 5,2% gesagt. Also mit anderen Worten, wir können eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Spendenbereitschaft sinkt. Auch die Bereitschaft übrigens zum Ehrenamt, danach ist auch gefragt worden, die war ebenfalls sehr hoch. Da hatte sich jetzt auch nicht so viel verändert. Wobei das natürlich jetzt in der Zeit schwieriger ist, ja, ich sage nur Abstandsregelungen, verschiedene Haushalte und so weiter. Also, aber ich habe auch mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die haben gesagt, also wir haben ganz viele Anfragen jetzt auch fürs digitale Ehrenamt. Ja, also was gemeinsam zu machen, Daten zu pflegen, selbst Social Media Kanäle zu betreuen. Also es gab da eine ganze Menge von Dingen, wo man vorher dachte, ja, okay, das kann man vielleicht mal überdenken, aber ob man das jemals macht. Und jetzt wird es einfach gemacht. Ich gehe mal ganz kurz da rein, ihr zwei Lieben, weil es kommen jetzt ja Fragen rein und wir hatten gesagt, Fragen werden auch dann aufgegriffen. Ihr habt jetzt gerade dargestellt, insgesamt das Szenario. Wenn ich jetzt aus dem Blick einer Kirchengemeinde sehe, geht es ja auch um die Frage, welche Instrumente kann ich einsetzen? Also wir haben eine klare Rücksache, wie kann ich denn die ausfallende Kollekte jetzt ersetzen? Oder eine Frage ist, wie man denn überhaupt jetzt die Nichtspenderin erreicht und ansprechen kann. Ich sage mal, Kollekte ist natürlich ein Bereich, der wegfällt, aber auch aus Sicht einer Gemeinde, man kann jetzt auch kein Gemeindefest organisieren oder andere Spender-Events, wo Kirchengemeinden durchaus auch ihre Professionalität haben. Welche Instrumente könnte man dann ersatzweise ziehen, um Menschen ranzukriegen? Und eine andere Frage geht in die Richtung, die Momentaufnahme, dass jetzt Menschen bereit sind zu spenden. Gibt es denn die allerersten Abschätzungen, wenn wir ja nun wirklich in eine wirtschaftliche Krise weltweit rutschen, also eine weltweite Rezession haben und eine andere Arbeitslosigkeit auf uns zukommt, gibt es eine Ahnung, mehr kann man ja davon noch nicht sprechen, was da auf uns auch spendenmäßig zukommt? Also ich fange gleich mal mit der letzten Frage an und Matthias, du kannst ja noch mal was zu den Events sagen, zur Digitalisierung, ja. Glaube ich, kommen wir gleich noch mal ausführlich. Also das können eben nur erste Prognosen sein. Wir haben eben diese erste Umfrage, da sieht es tatsächlich so aus, dass sie ein Großteil der Spenderinnen und Spender also sagt, ja, wir werden unsere Spendenbereitschaft fortsetzen. Man muss aber hier auch ehrlicherweise sagen, dass diese Studie jetzt also 4 Wochen alt ist und das ist natürlich eben in so einer Krisenzeit dann doch vermutlich eben eine lange Zeit, weil wir eben noch nicht wissen, sozusagen wie die ökonomische Situation natürlich zum Beispiel, also Dinge wie das Kurzarbeitergeld sich sozusagen jetzt nochmal auf das Spenden insgesamt auswirken wird. Ja. Also von der Selbsteinschätzung. Und ich finde, man sollte immer auch nochmal und sagen, auch diese Selbstdeutung und Selbstinterpretation auch der Menschen hören, was sie eben sagen. Ja. Da sieht es so aus, dass sie sagen, also unsere Spendenbereitschaft ja, ist etwas, was wir genauso wie bisher fortsetzen möchten. Und natürlich ist sozusagen das Glück ja, der gemeinnützigen Organisation und auch der Kirchen, dass viele Spenderinnen und Spender eben, also häufiger eben keiner Erwerbsarbeit mehr nachgehen. Von daher sozusagen von diesen unmittelbaren Schwankungen, die wir uns jetzt gerade bevorstehen, also wahrscheinlich nicht so betroffen sind und wir von daher also hoffen, dass also die Einbrüche in dem Spendenaufkommen nicht so also gravierend werden. Ich will es vielleicht mal einhaken an der Stelle, mal im Vergleich zu der Finanzkrise 2008, 2009. Dort hatten wir ebenfalls eigentlich keinen richtigen Einbruch der Spendenbereitschaft. Es gab in bestimmten Bereichen Einbrüche, gerade bei den Stiftungen, bei den Stiftungsgründungen hat man das gemerkt, aber das sind auch meistens dann Leute, die haben gerade in der Finanzkrise eine ganze Menge Vermögen verloren und eine Stiftung wird mehr aus dem Vermögen errichtet, als aus dem, was man auf dem Girokonto hat. Selbst bei vermögenden Menschen ist das so und dementsprechend spielt das natürlich eine andere Rolle. Was wir gesehen haben, war so ein bisschen so ein Nachklapp.
Das heißt also, es kam sozusagen im Nachgang der Krise nochmal zu Veränderungen. Das wird es, glaube ich, in diesem Jahr auch geben. Wir werden höchstwahrscheinlich gerade bei den Unternehmensspenden und der Unterstützung von Unternehmen einen deutlichen Rückgang sehen. Also da bin ich mir schon sehr sicher. Die ersten Anzeichen haben wir bereits dafür. Ich hatte gestern erst mit einer Organisation gesprochen, die gerade eben Werbung macht um Unternehmensspenden und die ganz schlechte Ergebnisse erzielt. Auf der anderen Seite haben wir allerdings bei den privaten Spendern momentan wirklich noch keinen Einbruch. Ich habe mit mehreren Organisationen gesprochen in den letzten Tagen und Wochen, die ihre Ostermailings beurteilt haben und die gesagt haben, wir können gar keinen Einbruch feststellen. Im ganzen Gegenteil, die sind sogar sehr gut gelaufen. Die Solidarität ist groß, das Vertrauen ist groß. Also alles, was Hauslist ist, sehr gut gelaufen. Selbst Neuspenderwerbung ist in dieser Zeit noch gut gelaufen. Ich komme jetzt mal zu den Methoden für die Kirchgemeinden, die da angefragt worden sind. Da geht es ja in erster Linie jetzt darum, wie erreiche ich denn jetzt meine Gemeinde? Wie erreiche ich meine potenziellen Spenderinnen und Spender? Und natürlich ist es jetzt gut für alle die, die eben nicht nur eine Postadresse haben, sondern auch eine E-Mail-Adresse. Das ist natürlich und ein entsprechendes Opt-in. Das wäre natürlich jetzt schön, aber das haben nicht allzu viele Kirchgemeinden, soweit wie ich das weiß und einschätzen kann. Und deswegen ist es eigentlich die klassische Form, einfach mal einen Brief zu schreiben. Also es hört sich ja fast schon lapidar an, aber ich sage es ganz ehrlich, die meisten Kirchgemeinden haben für ihre Gemeindebriefe ja ehrenamtliche Helfer, die diese austragen. Ja, es ist momentan auch eine relativ günstige Form. Die Leute wollen ja auch mal raus, also ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, ja, dann nimm einfach mal so einen Brief mit. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und das kommt auch von den Leuten wieder zurück, was natürlich momentan auch sehr stark ist und was ich beobachte bei gerade der Kirche in Leubnitz, von der ich vorhin sprach, ist der Zugriff auf die Website. Also die Leute wollen sich informieren, die wollen wissen, wann geht der nächste Gottesdienst nun wieder los. Die nehmen aber auch sehr dankbar virtuelle Gottesdienste und andere Dinge in Anspruch, einfach weil sie es auch interessiert. Selbst Menschen, von denen man das vielleicht vorher altersmäßig nicht erwartet hat, merkt man plötzlich, ja, die sind online. Ich sage nur, das Thema WhatsApp, das ist bei der Kirche immer so ein schwieriges Thema wegen des Datenschutzes. Aber ich sehe so viele Leute einfach sich dann Links weiterschicken, die ja schon gesetztes Alter haben, nämlich über 80. Und die dann aber einfach mit ihren Enkeln natürlich auch kommunizieren wollen. Die sind auch digitaler geworden jetzt in dieser Zeit. Also auch da lohnt es sich, denke ich, Angebote zu machen, die man dann abrufen kann und das bekannt zu machen. Dafür hat man einen Gemeindebrief, dafür hat man aber eben auch die Möglichkeit, einfach mal einen Brief zu schreiben. Ja, und wir werden sozusagen einfach nachher, lieber Joachim, auf diese digitalen Sachen auch nochmal explizit eingehen und auch nochmal auf andere Instrumente wie Großspenden auch nochmal Erbschaften und Vermächtnisse. Matthias Sauerstiel, wir haben jetzt eben über Spendung und Bindung gesprochen. Ja, im Fachjargon hat sich inzwischen der Begriff Donor Journey eingebürgert, also dass man quasi eine Reise ja mit den Spenderinnen und Spendern macht. Und ich habe den Eindruck, das ist vielleicht wirklich auch nochmal eine Herausforderung, ja, für die Kirchen, wo wir ja also schon seit langem eben sagen, ja, ihr müsst sozusagen also vom Spenden sammeln, ja, von einmaligen Aktionen endlich wegkommen und tatsächlich ein Fundraising aufbauen und eben in dem Sinn also lange anhaltende Bindungen mit Spenderinnen und Spendern, also sozusagen tatsächlich eine Reise mit denen gehen. Wie könnte das denn aussehen, sozusagen aus deiner Erfahrung? Also ich glaube, der wichtigste Punkt bei diesem Thema ist immer, dass man anerkennt, dass Menschen gerne helfen wollen. Wenn dieser Punkt erstmal klar ist, dann weiß man auch, dass diese Menschen natürlich auch nach Unterstützungsmöglichkeiten durchaus suchen. Also nicht jeder Mensch wird jeden Tag jetzt nach Spendenmöglichkeiten suchen. Das passiert in dem Sinne auch nicht. Er muss schon drüber stolpern. Es muss also auch schon bekannt sein, dass man Spenden sucht und dass man darauf eingeht. Also, aber
wenn die Leute dann soweit sind und sagen, wie beispielsweise jetzt zum Thema Corona, gibt es eine ganze Menge Leute, die Spendenmöglichkeiten suchen. Dann gehen die natürlich wohin? Zu Suchmaschinen, suchen auf Webseiten, machen sich bekannt. Und dann, wenn da Angebote drauf sind auf der Seite, wo man spenden kann, mit einem guten Spendenbeispiel, mit einer guten Geschichte, warum man dafür spenden soll, ein ganz wichtiger Punkt, dann passiert das auch. Und das erleben wir jetzt gerade aktuell auch beim Thema digitale Kollekte. Ich sage nur das Beispiel bei Bayerische Landeskirche, ja, die innerhalb kürzester Zeit so eine digitale Kollekte auf die Beine gestellt haben und das auch sehr erfolgreich machen. Auch die Landeskirche in Baden hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Die hat dort quasi zwei Projekte nebeneinander gestellt, ein regionales und ein überregionales oder internationales Projekt, und beides funktioniert, ne? Also von daher, ich glaube, man muss einfach jetzt auch dem Spenderwillen sozusagen ein Stück weit entgegenkommen. Ich sage das immer so, wer Geld haben will, muss ein bisschen entgegenkommen. Man muss sozusagen Angebote machen, aktiv. Und ich glaube, da haben wir in der Kirche noch ein bisschen Defizit an der Stelle. Da könnten wir noch mehr machen, da könnten wir auch mehr anbieten, da haben wir einfach auch viel mehr Möglichkeiten. Wir müssen es uns aber zutrauen. Und ich stelle gerade im Bereich der Spenderbindung, denn wir gehen ja dann davon aus, dass wir die Spende bedanken, dass wir mit den Spendern und Spenderinnen weiter in Kontakt bleiben. Das ist ja auch Teil der Donor Journey, sonst wird es keine gemeinsame Reise. Es soll ja ein Spendenerlebnis werden. Ja, die Leute sollen ja das Gefühl haben, ja, mein Geld ist nicht nur am richtigen Platz, ich habe es auch den richtigen Personen gegeben, denen vertraue ich und denen gebe ich gerne wieder Geld. Und erst wenn das passiert, dann werden diese Spenderinnen und Spender eventuell sogar zu Botschaftern und tragen das dann weiter. Na, aber dafür braucht es sozusagen wirklich ein Spendenerlebnis und dann auch das Gefühl, dass es gut angekommen und angenommen worden ist. Und dann kann ich natürlich auch mit solchen Aussagen, wenn ich dann zwei Spendenaktionen gemacht habe und mir dann gesagt wird, ja, jetzt im dritten Jahr, naja, da lassen wir jetzt mal aus. Mit solchen Aussagen kann ich wenig anfangen, weil diese Spenderinnen und Spender wollen weiterhin für gute Projekte spenden. Ja, also das Also ist das nicht so, heißt dass es auch nicht jetzt für die Krise tatsächlich, ne, also ne, informieren, auf dem Laufenden halten, gerade jetzt, wo es physisch nicht geht, also nochmal über die Website, über Newsletter, über E-Mails, also über eine gute Webpräsenz. Und das, was du jetzt auch nochmal unterstrichen hast, das ist ja die Erfahrung, die wir gerade in Kirchengemeinden ja haben, dass es immer um eine Form also der Emotionalisierung geht. Ja, das heißt tatsächlich, Spenden geht über Gefühle, ja, über Emotionen. Wir haben mit Sicherheit auch Bereiche, wo wir sozusagen stärker nochmal einen rationalen Zugang zum Spenden haben. Aber gerade ja in der Kirche geht es doch einfach immer um diese Form der Begeisterung, um Emotionalität, ja, um Teilhabe, um an einer Vision, und dass Spenderinnen und Spender also ja, aktiviert werden. Mir ist klar, ja, dass natürlich sozusagen, das ist doch auch wirklich auch das Spezifikum, ja, von Gemeinden, dass man sich physisch trifft, physisch zusammenkommt, auch der direkte Bezug, die direkte Kommunikation. Und doch habe ich momentan eben den Eindruck, dass wir ja alle eine unglaubliche Lernerfahrung durchmachen, ja, sozusagen mit dieser Form der Digitalisierung, auch wie wir das jetzt heute erlebt haben. Wir sehen das ja sozusagen, faktisch wurden wir ja auch wirklich fast förmlich überrannt, ja, mit den Anmeldungen, weil wir das in dieser Weise also ja selbst gar nicht so für möglich gehalten hatten, dass also auch im kirchlichen Bereich eben längst ja solche digitalen Formate möglich sind. Und das würde ich jetzt einfach gerne nochmal versuchen, dass wir das nochmal auseinander also klamüsern. Das heißt also, natürlich wird es weiter, ja, ne, wenn ne, die Lockerungen auch sozusagen die Möglichkeit, sich zu sehen, wird natürlich sozusagen das physische, der direkte Kontakt, die direkte Beziehung, die direkte Kommunikation zentral sein. Aber anscheinend erleben wir jetzt gerade verstärkt, ja, durch diese Lernkurve, die wir jetzt machen, dass das Digitale dazukommt. Ja. Also vermutlich eben nicht als die zentrale Kommunikationsform, aber als eine, ja, die eben nicht mehr weggeht. Ja, das heißt sozusagen das, was du eben auch nochmal angesprochen hast, ja, ne, die Website und Videokonferenzen, Chats und anderes werden bleiben und dazukommen, natürlich wahrscheinlich eben nicht so präsent und dominant, ja, wie wir das eben jetzt erleben. Aber sie werden auch im Fundraising eine Rolle spielen, und das sollten wir uns dann nochmal genauer
ansehen, vielleicht erstmal in Bezug auf die Kirchengemeinden, ja, und dann aber auch nochmal allgemeiner, wie wir sozusagen einfach über die Spendenplattformen das zurzeit erleben, weil da hat sich ja dann doch wirklich immens viel getan. Vielleicht nehmen wir erstmal die Kirchengemeinden und da die digitale Form der Kommunikation, Matthias. Ja, also ich glaube, wenn man sich Websites von Kirchgemeinden anschaut, dann hat man manchmal schon so ein bisschen eine Reise durch die Zeit. Man sieht sehr professionelles, Neues, man sieht aber auch teilweise Sachen, die stammen noch aus Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, damit ist dann auch kein Blumentopf heutzutage mehr zu gewinnen. Also gerade online sind natürlich gerade die Innovationszyklen sehr schnell geworden, das muss man ehrlicherweise sagen. Da hat man auch, muss man auch schauen, dass man da überhaupt mithalten kann. Aber ich glaube, man sollte immer auch unterscheiden, was will man denn eigentlich da im Netz? Und wenn man sich diese Frage erstmal beantwortet, bevor man an seine Website rangeht, wäre das schon mal extrem hilfreich. Natürlich ist es so, dass man auffindbar sein möchte. Und da hat Kirche eine ganze Reihe von, ich möchte es mal sagen, Serviceangeboten. Ja, das reicht ja von der Taufe bis zur Beerdigung. Da sind aber auch Dinge dabei, die man heute durchaus ja auch in einem sehr persönlichen Maße auch trotzdem noch machen kann. Also ich warte eigentlich immer noch auf die Videoseelsorge. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Es funktioniert ja auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise sogar im Erbschaftsmarketing, dass momentan Gespräche angeboten werden, weil man sich persönlich nicht treffen kann, aber man will das gerne mit jemandem persönlich besprechen, dass man es dann eben per Videochat macht. Warum dann nicht auch dieses sensible Thema, was im 1:1 durchgeführt werden kann, dann so? Also ich glaube, Kirche muss sich vielleicht auch da ein bisschen mehr zutrauen. Da sind andere Organisationen natürlich schon weiter voraus. Ich finde aber immer, zu einer Spendenbitte gehört auch immer erstmal zu wissen, dass die Kirche wirklich spendenbereit ist. Und dazu gehört für mich eine gute Website dazu, die aussagefähig ist, die Menschen in Aktion zeigt, ganz wichtig. Ja, also ich möchte dort nicht bloß Kirchenfenster sehen, auch wenn das schön ist. Ich möchte bitte sehen, dass dort Menschen arbeiten und was tun. Ja, und ich glaube, da kann man eine ganze Menge machen. Man sollte sich natürlich jetzt auch mal überlegen, werde ich denn auch richtig gefunden? Also wonach suchen die Leute denn eigentlich? Das kann ich relativ schnell herausfinden, indem ich auf meiner Website erstmal schaue, okay, welche Suchbegriffe werden denn überhaupt eingegeben, um mich zu finden? Von wo kommen denn die Leute eigentlich? Mit welchen Suchanfragen? Auf welche Seiten kommen die mehr? Das kann man alles relativ schnell herausfinden. Und was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, versuchen Sie mit Ihren Spendern zunehmend auch per E-Mail zu kommunizieren. Sie haben es bald mit einer Zielgruppe zu tun, die mit E-Mail aufgewachsen ist. Ja, also das ist jetzt die sogenannte Baby-Boomer-Generation. Und auch die Generation, die ja jetzt 70-Jährigen, ist ebenfalls mit E-Mail durchaus vertraut. Und ich verstehe manchmal die Angst nicht ganz, die man so hat vor diesem Wort E-Mail. Ja, also natürlich braucht man dafür ein Opt-in und dabei wird es auch höchstwahrscheinlich nach der EU-Privacy-Richtlinie bleiben. Vielleicht wird es sogar noch strenger, aber im Endeffekt. Kurz, Opt-in ist die Erlaubnis, sozusagen Spenderinnen und Spender, genau, anzuschreiben vom Datenschutz, ja, her. Ja, also von daher braucht man das. Aber ich glaube, Sie haben da gute Gelegenheiten. Ich glaube sogar, dass viele Menschen zum Beispiel ihre Spendenbescheinigung auch als PDF gerne zugesendet bekommen möchten, dass man sie gar nicht mehr per Brief versenden muss. Und das ist heutzutage, das ist schon seit 2 Jahren möglich. Und warum nicht auch über das Datenbankprogramm, mit dem Sie arbeiten? Ja, also die meisten Datenbankprogramme können das mittlerweile auch. Also von daher, da sehe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, etwas digitaler zu werden, weil ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz auf die Frage von vorhin, auf die, wie kann ich sozusagen jetzt aktiv sein, nochmal eingehen, auch so mit ein bisschen Ausblick. Ne? Also es sind jetzt wahnsinnig viele Benefizkonzerte, Charity-Galas, Konzerte, was auch immer, ist alles verlegt worden in den September, Oktober, November. Es gibt gerade eine aktuelle Umfrage, die mal gefragt hat, ja, wer würde denn von den Leuten jetzt aktuell überhaupt in der nächsten Zeit ein Musikkonzert besuchen? Und da haben nur 50% der Leute gesagt, sie würden das machen. Das heißt, über die Hälfte der Leute machen das nicht. Das heißt also, wir haben nicht nur ein Gedränge
im vierten Quartal von Angeboten kultureller Art, sondern wir haben zusätzlich auch kaum die Bereitschaft, wirklich daran teilzunehmen. Und deswegen ist es auch wirklich zu überlegen, mache ich in diesem Jahr wirklich noch ein Benefizkonzert? Ja, ich glaube, die Kirchen haben da einen relativ großen Vorteil, weil zu Weihnachten wird die Kirche wieder voll sein. Davon bin ich überzeugt. Aber sie können ja auch das Weihnachtsoratorium nicht 15 Mal aufführen. Also dann wird es auch ein bisschen langweilig an der Stelle. Ja, also im Grunde ne, kann man sagen, das zweite Halbjahr ist eigentlich überlastet, ja, was und auch terminlich ausgebucht, was also mögliche ne, Tag der offenen Tür oder Charity-Veranstaltungen angeht. Ich würde jetzt nochmal, weil das auch eigentlich auch unsere Struktur ist, ja, auf Joachims Frage vorhin nochmal zurück. Also ne, wir haben jetzt die Briefe besprochen, wo wir sagen, also ja, das ist momentan eine sehr gute Zeit, ja. Wir haben die E-Mails besprochen. Wir haben jetzt auch noch einmal in dieser Corona-Zeit eine interessante Erfahrung gemacht, dass bei den Organisationen, ja, die Spenderinnen und Spender anrufen, also wirklich allerbeste Erfolge hatten. Natürlich irgendwie ganz trivial deshalb, ja, weil, also, ne, wenn eben eine Telefonnummer vorhanden ist, ob das Festnetz oder Mobiltelefon, dass tatsächlich die Spender angerufen wurden, ja, also und ne, informiert wurden über den Fortbestand der Projekte, dass das eine sehr gute Form der Spenderbindung war, ja, also tatsächlich irgendwie auch nochmal mit einem sehr guten Erfolg und auch, dass man zum Teil eben neue Projekte bewerben konnte, den Fortgang der bisherigen Projekte formulieren. Das heißt also, wir haben sozusagen im Fundraising insgesamt, kann man wirklich sagen, war das Telefon-Fundraising, wenn ich das richtig sehe, das zentrale Fundraising-Instrument jetzt in dieser Zeit. Ja, also ne, wir haben jetzt momentan keine ordentlichen Zahlen, was sozusagen die Spendeneinnahmen angeht, aber vermutlich sozusagen, also von dem Erfolg, glaube ich, war das wirklich entscheidend. Jetzt, also ist das ja in dem kirchlichen Bereich immer noch nicht sehr ausgeprägt, die Spenderinnen und Spender anzurufen, ja, obwohl man ja natürlich irgendwie auch nochmal sagen könnte, na gut, man kann vor Ort natürlich hingehen, ja, wenn man sie kennt, aber eigentlich ist es doch auch ein gutes Fundraising-Instrument für einen lokalen, überschaubaren Zusammenhang. Deshalb nochmal die Bitte um Ergänzung von dir, lieber Matthias Daberstiel. Telefon, Einsatz von Telefon für lokale Projekte und für lokale Projekte und Kirchengemeinden. Ja, also im Großen funktioniert es aufs Beste. Ja, klappt es auch in anderen Zusammenhängen. Also ich glaube, so professionell, wie das natürlich jetzt größere NGOs auch machen, wie sie es auch aktuell machen, ist es, glaube ich, für die Kirchgemeinden nicht so ganz relevant. Aber ich sehe ja da eher so den Punkt, wann rufe ich denn Menschen an? Ja, wenn ich als Kirchgemeinde jetzt eine Spendenaktion laufen habe und ich bekomme eine Spende von 500 €, wäre das für mich sofort ein Grund, den Hörer hochzuheben und sofort anzurufen und mich zu bedanken. Und ich glaube, das ist auch vollkommen legitim. Ich würde sogar bei einigen Kirchgemeinden, die ich so kenne, die noch ein bisschen kleiner sind oder die eigentlich bisher nur überschaubare Spendenbeträge haben, sogar sagen, bei 200 € könnte man sogar schon anfangen. Es ist gegen ein persönliches Gespräch nie etwas einzuwenden und die Reaktionen der Spenderinnen und Spender sind eigentlich immer sehr, sehr positiv. Ich sage mal ein Beispiel aus der Fördergesellschaft der Frauenkirche Dresden. Dort hatten wir teilweise Spender, die schon seit Jahren nicht mehr gespendet hatten, die uns also quasi erstmal reaktiviert werden mussten. Und da waren auch viele Spender darunter und Spenderinnen, die sehr hohe Beträge gegeben hatten, sogenannte Stifterbriefe gekauft hatten. Und einer der sozusagen der Schatzmeister hat dann gesagt, ja, also ich hätte jetzt auch die Zeit, ich würde mir einfach jetzt mal in der Woche mal so 5 bis 10 Namen und Telefonnummern herausnehmen und die würde ich einfach mal anrufen und mal berichten, was wir jetzt gerade machen, was wir gerade tun und welche Unterstützung wir brauchen.
Und die Erfahrungen, die er da gemacht hat, allein in der ersten Woche waren so positiv, dass er das seitdem jede Woche macht. Bisher gab es eigentlich kaum negative Meinungen dazu. Im ganzen Gegenteil, natürlich erstmal Überraschung, dass man angerufen wird. Aber dann fand man das auch sehr interessant, auch mal wieder was voneinander zu hören. Man hat sich fast schon entschuldigt, dass man so lange nichts voneinander gehört hat. Also es war eigentlich ein sehr vertrautes Umgehen miteinander. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Kirchgemeinden genauso sein wird. Da sehe ich ja dann auch eine Form von Achtsamkeit gegenüber den eigenen Mitgliedern auch so ein Stück weit. Ich glaube, da kann das Telefon eine ganze Menge schaffen, bin ich fest von überzeugt. Ich habe jetzt. Muss mich gerade wieder lautstellen. Ich gehe noch mal ganz kurz dazwischen, weil das im Bereich der Fragen genau reinpasst. Ist die Sache der Reaktivierung, das ist nämlich eine Frage, übertragbar auch auf ausgetretene Mitglieder. Also es ist ja was anderes, ob jemand einfach nur keine Reaktion eine gewisse Zeit hatte oder ob er bewusst ausgetreten ist. Also gibt es da eine Möglichkeit? Und es gibt noch die Frage, ob bei der Ansprache, ich weiß nicht, ob ihr später bei den Großspendern noch drauf zu sprechen kommt, kann man denn in der jetzigen Phase Firmen um Spenden überhaupt bitten? Also ich würde mal zu der Austrittsfrage gleich kommen. Also ich weiß nicht, ob man es bei Ihnen am Bildschirm auch sieht. Ich habe da hinten so ein rotes Buch, da steht Kirche ja bitte drauf. Ja, es ist eine wirklich sehr, sehr spannende Sammlung guter Beispiele, wie man dem ganzen Thema Kirchenaustritt entgegenwirken kann. Und die Studie, die dort drin behandelt wird, sagt eigentlich relativ klar, es gibt gewisse Zeiten, in denen Menschen aus der Kirche austreten, gewisse Altersgruppen. Ja, das ist einmal die jugendliche Gruppe, die zum ersten Mal ihre Lohnsteuerbescheinigung bekommt und dann feststellt, aha, ich bin in der Kirche. Und das leider nur im negativen Sinne. Und dann ist es auch die Gruppe derjenigen, die so bei 35 bis 40 ist, die dann also richtig gut verdient und dann der Anteil der Kirchensteuer natürlich auch deutlicher sichtbar wird. Das heißt, es gibt gewisse Altersgruppen, in denen man sich da bewegt und wo die Austritte besonders stark zu Buche schlagen. Und aus dem Grunde ist es natürlich dann sinnvoll zu schauen, sind das denn jetzt wirklich, also dem vorzubeugen, indem man nicht die Leute anruft, wenn sie schon austreten wollen, sondern indem man vorher mit ihnen spricht und sagt, was die Kirche ihnen bietet. Ich glaube, das ist die bessere Strategie. Und da bietet natürlich dann gerade für diese Zielgruppen eine digitale Version eine deutlich bessere Erfolgschance, weil da kommunizieren diese Menschen nun mal. Ja, und da braucht man eine gute Website, die dann irgendwo auch was aussagt. Aber man kann ja auch mal eine Veranstaltung machen, speziell für diese Altersgruppen und sich da auch was Altersgerechtes und überlegen. Also ich bin da doch sehr dafür, ein bisschen mehr Kreativität in diesen Prozess hineinzugeben und Reaktivierung von Menschen, die schon austreten wollen, die das sozusagen schon gesagt haben, die ist es, glaube ich, sehr schwierig wieder zu gewinnen an dieser Stelle. Ja. Ich glaube, da ist vorher eine ganze Menge nicht passiert, was hätte passieren müssen. Also da hat man den Kontakt einfach verloren an der Stelle. Genau, das ist auch wirklich eine Grundüberzeugung jetzt der Kolleginnen und Kollegen in den evangelischen Landeskirchen, ja, sozusagen das Fundraising eben konstruktiv, ja, mit der Mitgliederorientierung zu verbinden. Es gibt ja eben auch Referate wie in der südhessischen Kirche der EKN, die sozusagen also das auch schon im Namen tragen, ja, Fundraising und Mitgliederorientierung, aber eben auch für andere Landeskirchen, für Bayern kann man das sagen, haben eben inzwischen große Mitgliederorientierungs- oder Mitgliederbindungsprojekte. Das heißt sozusagen auch die Frage, das kann man nochmal zuspitzen, ja, also sagen die Mitgliederbindung, Mitgliederorientierung, ja, ist sozusagen also das Wichtigere, ja, als eben Ausgetretene aus der, also ne, wieder sozusagen in die Kirche zurückzuholen. Und wenn man das sozusagen nochmal als Aufgabe für das Fundraising in den kommenden Jahren beschreiben sollte, würde man sagen, dass also die Mitgliederbindung also wirklich zentral ist. Also, wir haben die Briefe, ja, wir haben die E-Mails. Ist ja, entschuldige, ja. Thomas, wenn ich kurz unterbreche, es ist ja auch eine Form der Bindung an dieser Stelle. Also wir reden ja hier die ganze Zeit über Spenderinnen, Spenderbindung, ja. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Es geht darum, die Mitgliedschaft nicht als was Normales anzusehen, sondern als etwas, was man eigentlich jeden Tag feiern müsste.
Ja, und dementsprechend muss man auch mit seinen Menschen, die einem sozusagen, mit denen man verbunden ist im Glauben, glaube ich, auch ein Stück weit entgegenkommen und Angebote machen. Also an der Stelle, glaube ich, ist noch eine ganze Menge mehr möglich. Ich merke das einfach jetzt gerade bei den Projekten, in denen ich gerade bin, dass selbst Nichtchristen der Kirche große Beträge anvertrauen, einfach weil sie sagen, das ist für uns eine feste Institution, der wir vertrauen können. Es ist eben nicht so, dass die Skandale, die es zweifelsohne in den letzten Jahren gegeben hat, sagen wir mal, dieses Grundvertrauen so absolut erschüttern. Ja? Wir reden hier nicht von Spendern, die generell die Kirche ablehnen, sondern wir reden hier einfach von Leuten, die in demselben Ort wohnen, die sich untereinander kennen. Ja? Und da ist einfach nochmal eine ganz andere Beziehung. Das darf man nicht alles so vom Großen so sehr ins Kleine übertragen. Da bin ich fest von überzeugt. Da spielen regionale Themen viel größere eine Rolle als diese überregionalen Themen. Vielen Dank. Also ne, wir hatten das Thema Spendenbriefe, ja, die sozusagen ne, in Kirchengemeinden auch per, also per Hand ausgetragen werden können. Matthias Daberstiel hatte das Thema E-Mails nochmal stark gemacht. Ich hatte nochmal auf die großen Erfolge momentan der Telefonie hingewiesen. Ich würde jetzt nochmal zu einem Thema kommen, was schwieriger ist, nämlich sozusagen so Erben und Vererben, also das, was wir sozusagen in der Branche als Erbschafts-Fundraising beschreiben. Sie wissen es, und heute Morgen gab es ja auch mal eine Session dazu mit Dr. Steinberg, dass ja viele Landeskirchen inzwischen diese Kampagne Was bleibt als Lizenz eingekauft haben. Auch die EKN hat sich auf den Weg gemacht, die EKKW schon früher. Und es war, glaube ich, ein Konsens ja unter den Organisationen, dass man logischerweise ja in dieser Corona-Zeit also, dass es völlig makaber wäre, ja, dieses Thema gegenüber Spenderinnen und Spendern, also in aktiv oder proaktiv, also anzusprechen oder anzugehen. Und dann gab es aber zugleich, also bei vielen Organisationen sozusagen nochmal eine andere Erfahrung, dass sozusagen, indem wir also vor allem ja in Italien und in New York die Särge gesehen haben, dieses Thema Tod und Sterben vermutlich in den letzten also Dekaden noch nie so präsent war, ja, in unserer Gesellschaft, auch in unseren Alltagsdiskursen wie in den letzten Wochen. Und das, was eben nochmal also interessant ist, dass es eben nicht um vordergründig eben überhaupt nicht um diese Frage, ja, sozusagen des Erbens und Vererbens geht, aber um die Frage der Vorsorge. Ja, und ich glaube, und da kann man dann auch sagen, ja, dass es eben sehr stark auch nachgefragt wurde, also bei den Organisationen, die Kirchen sind hier also aufs Beste ausgestattet und gerüstet mit sozusagen diesem Geschwisterprodukt von Was bleibt, nämlich nichts vergessen, wo genau diese Themen nochmal aufgearbeitet werden. Und das ist sozusagen einfach auch nochmal wirklich durchgehend, ja. Also in eine Wahrnehmung, ja, in dem Fundraising insgesamt, ja, dass also diese dieses Vorsorgethema, man könnte fast sagen, also das Thema Erben und Vererben dominiert oder überformt, ja, und also sehr stark nachgefragt wird, weil es gerade nochmal in diesen letzten Wochen und drei Monaten auch ein Bedürfnis war, ja, die eigenen Dinge nochmal ne, zu sortieren, nochmal zu ordnen, ja, und wirklich auch im besten Sinne, ja, im Sinne dieser Kampagne nochmal zu fragen, also was bleibt denn eigentlich von mir, ja, oder was bliebe vor mir? Von daher sehen wir auf der einen Seite sozusagen die berechtigte Zurückhaltung der Organisation, das Thema noch einmal also offensiv anzugehen, und auf der anderen Seite fast sozusagen wie so eine Gegenbewegung bei den Spenderinnen und Spendern nochmal die Nachfrage, sich mit diesem, mit der Vorsorgethematik zu befassen. Also vielleicht dazu noch eine Erfahrung von anderen Organisationen, was die gerade für Erfahrungen machen. Alle diejenigen, die auf ihren Websites jetzt Möglichkeiten gegeben haben zur Information,
Checklisten für Testamentsgestaltung zum Beispiel rausgeben oder eine Erbschaftsbroschüre anbieten, wo man sich mal informieren kann. Die erleben momentan einen sehr, sehr deutlichen Zulauf von Menschen, die sich für das Thema interessieren. Also ich teile deine Einschätzung hier vollkommen, dass wir aktuell eine erhöhte Nachfrage nach diesem Thema haben. Viele haben ja das Thema Testament durchaus auf ihrer Liste stehen schon und schieben es sozusagen immer so ein Stück weit vor sich her. Und jetzt ist man natürlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zusammengesperrt in der Corona-Zeit. Ja, also man überlegt sich das jetzt mit seinem Partner einfach auch. Und dann sucht man nach Informationen. Und insbesondere bei Menschen, die eben keine Erben haben, also keine eigenen Nachkommen, ist das ein wichtiges Thema. Wem hinterlasse ich dann eigentlich mein Geld? Und wenn man das sich anschaut, also die Gesellschaft für Konsumforschung macht im Rahmen eines Projektes, eines Gemeinschaftsprojektes, eine Umfrage zum Thema Erbschaften. Und die hat eben festgestellt, dass von 2013 auf 2019 gerade in dem Bereich der Menschen, die keine Kinder haben, die Bereitschaft, gemeinnützig zu vererben, auf 52% gestiegen ist. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. In dem Jahr davor waren es, glaube ich, deutlich weniger, da waren wir bei 28%. Insgesamt sind wir bei immerhin jetzt 34% der Deutschen, die sich das vorstellen können. Das heißt, es gibt bereits ein Bedürfnis, wie ich es vorhin schon mal im Rahmen dieser Donor Journey beschrieben habe. Es gibt auch ein Informationsbedürfnis. Warum dieses Informationsbedürfnis jetzt nicht stillen, indem man dann Angebote macht? Also die Kampagne Was bleibt, macht das aus meiner Sicht sehr gut. Dort gibt es auch so einen zum Beispiel einen sehr schönen Vorsorgeordner, den habe ich mir übrigens auch zuschicken lassen. Ja, nichts vergessen, genau. Ja, genau, nicht vergessen. Also ich finde, das ist eine super Idee gewesen, wie man sozusagen das ganze Thema Testament, was bleibt von mir, strukturieren kann. Ja, also auch für sich persönlich, das ist eine unwahrscheinliche Hilfe und das nehme ich natürlich gerne an. Und wenn ich da also nach so etwas suche, dann sollte ich auf meiner Website einfach entsprechend etwas anbieten. Das kann übrigens auch eine Telefonberatung zu diesem Thema sein. Ja, natürlich eine rechtliche Beratung dürfen Sie nicht machen, ja, aber eine Beratung generell zu dem Thema oder einen Beratungstermin beispielsweise mit einem befreundeten Rechtsanwalt oder jemanden aus der Gemeinde, der anwaltlich tätig ist oder einem Notar, das ist natürlich ohne weiteres möglich und das nehmen diese Menschen eigentlich auch gerne wahr. Ja, also ist auch was ich selbst, Joachim, lass mich den Satz noch sagen, gelernt habe, weil das, was Matthias jetzt gerade sagt, hätte ich nie für möglich gehalten, dass das tatsächlich eben auch inzwischen die Kolleginnen und Kollegen, also über Zoom oder Skype oder FaceTime, also gestalten. Das hätte ich sozusagen auch bei so einem sensiblen Thema nie erwartet. Ja, anscheinend war das jetzt auch in dieser Zeit möglich und gewünscht. Ich habe zwei Sachen. Ich muss natürlich die Chance des Werbeblocks jetzt nutzen und sagen, zu diesem Vorsorgeordner gibt es auch mittlerweile ein Online-Formular, was sich je nach der eigenen persönlichen familiären Situation individuell entwickelt. Das heißt, es ist ein PDF-Formular, was je nachdem, wenn ich sage, ich habe ein Haus, dann mehrere Seiten nochmal zusätzlich öffnet, sodass es wirklich jetzt auch eine Ausfüllhilfe gibt. Ohne dass ich mich in dem Register zurechtfinden muss, sondern ich werde jetzt Schritt für Schritt geführt, um diesen Ordner auch ausfüllen zu können. Das ist der Werbeblock. Das andere ist, im Fragenblock brummt es immer noch zu der Frage Firmenspenden. Ja. Da müsstet ihr noch mal ein Wort zu sagen. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich eigentlich erwarte, dass es dort doch ein paar Rückgänge geben wird. Also ich glaube einfach, dass von dieser Krise eine ganze Menge Organisationen, eine ganze Menge Firmen betroffen sind und dass wir nicht so wahnsinnig viele Krisengewinner haben. Ja, also und dementsprechend glaube ich einfach, das wird schwieriger werden.
Es ist anders mit Menschen, die man schon kennt, ja, also die man persönlich eventuell kennt. Also wir reden hier von inhabergeführten Unternehmen. Dort, glaube ich, wird der Abbruch nicht ganz so groß sein. Aber gerade bei den managementgeführten Unternehmen, die also dann eher in Budgets denken, also wo im Endeffekt auch nur das Geld da ist, was man als Budget dann eingeplant hat. Ich glaube, da wird es deutliche Kürzungen geben. Aber ich glaube, bei den Inhabergeführten, da hat man dann immer noch mal einen menschlichen Kontakt, sage ich jetzt mal so, mehr als den institutionellen Kontakt. Und ich glaube, da könnte es noch etwas besser laufen. Aber ich glaube auch da, wenn da ein Mittelständler betroffen ist, der jetzt, sagen wir mal, 4 Wochen nicht arbeiten konnte, dann hat er einfach einen Umsatz und natürlich auch einen Gewinnrückgang. Und er kann nun mal nur aus dem Gewinn spenden. Umsatz nützt ihm da herzlich wenig. Ja. Ich habe noch eine ganz konkrete Frage gerade vorliegen. Und zwar, ihr habt ja vorhin mehrere Studien benannt, auf die ihr euch bezogen habt. Hier fragt eine Teilnehmerin, wie kann ich die hier genannten Studien erhalten? Könnt ihr die Studie nochmal benennen? Und ich glaube, die kann man sich im Netz runterladen. Ich könnte die eventuell auch in den Chat einfach mit reinschreiben. Da gibt es auch Links dazu. Das sollte ich hinbekommen. Dann sage ich als letztes nur noch, wir haben noch genau 8 Minuten. Sorry, Thomas, ich muss so ganz langsam tatsächlich mal auf die Uhr achten. Ja. Also ne, die Briefe, die E-Mails, ne, Telefon, Erben und Vererben. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal explizit ja auf die Digitalisierung zu sprechen kommen, weil wir gesehen haben, ja, dass die sowohl die Möglichkeiten der Online-Spende, logischerweise, ja, weil die Menschen wahrscheinlich einfach mehr zu Hause waren, ja, mehr also digital unterwegs, aber anscheinend auch, wenn ich das richtig sehe, die Spendenplattformen ja doch ganz gut also zugelegt haben. Ich meine, ich merke dann, wenn ich jetzt hier schon so das einleite, dass ich selbst dann anfange zu stottern, weil wir natürlich über viele Jahre schon sagen, ja, dass das Online-Fundraising also noch also sehr präsent werden wird. Auch wir haben das vom Umsatz eben bisher noch nicht gesehen, sehen aber jetzt wieder, ja, dass sich hier wieder einiges tut. Also ich würde das gerne nochmal also im Blick auf die Kirche besprechen. Ja, wir sehen, dass ich sag mal, eine Sache ist ganz klar, ja, also dass jetzt sozusagen diese Corona-Krise endgültig, ja, man sozusagen auf diesen Endgeräten, mobilen Endgeräten ankommen muss. Da gibt es ja auch Untersuchungen, ja, ich glaube, wir sind jetzt bei 20%, wenn überhaupt, ja, die sozusagen nochmal über also die Standgeräte gehen, ja, das heißt also, die allermeisten Menschen, ja, die wir erreichen, ja, erreichen wir tatsächlich, wenn wir es digital erreichen, ja, über diese mobilen Endgeräte. Ich meine, das ist wir schon mal konstatieren können, was vermutlich auch sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Ja, dann hatten wir eben schon mal gesagt, ja, wie wichtig es ist, die Webseiten zu überarbeiten. Dann denken wir ja immer noch, ja, Menschen würden sozusagen auf die Website gehen, ja, und dann unserer Navigation folgen. Ja, also das Gegenteil ist der Fall. Denken Sie selbst sozusagen, wie Sie vorgehen. Suchmaschinenoptimierung ist zentral. Ja, also das sehen wir auch bei Fundraising Evangelisch zum Beispiel, ja, die Menschen gehen sozusagen eben nicht nur über fundraisingevangelisch.de, gehen dann über die Navigationsleisten, ja, sondern sie gehen natürlich sozusagen über die Suchmaschinen, kommen sie rein. Und das, glaube ich, muss man den Kirchengemeinden auch immer nochmal darauf hinweisen, ja, dass das sozusagen für viele ja der zentrale Einstieg ist, um schlichtweg gefunden zu werden. Ja, dann Matthias Dabaschiel hat eben schon gesagt, ja, gute Geschichten, ja, gute Bebilderungen. Wichtig auch nochmal sozusagen diese begleitenden ja Möglichkeiten zu nutzen. Also wir sehen immer stärker auch, dass die bewegten Bilder ja inzwischen längst einfach gemacht werden können, auch nochmal vom Fortgang der Projekte. Also längst sozusagen sind Handyvideos eine einfache Möglichkeit und von der Qualität eben sozusagen in einer Weise, dass man die in die Spendenkampagne einbeziehen kann. Und das kann man einfach nicht oft genug sagen, dass sozusagen, wenn die Möglichkeit, ja,
also besteht, ja, einen längeren Text auf der Website zu lesen oder also ne, bewegte Bilder anzuschauen, Leute sich einfach gern ein Filmchen anschauen. Von daher auch an dieser Stelle nochmal also die Ermutigung dazu. Wir haben wenig Zeit, Matthias Daberstiel, vielleicht noch ein paar Sachen zur Statistik und zu den Spendenplattformen. Das geht gerade richtig gut los, ne? Ja, also das ist eindeutig zu bemerken, dass natürlich die Plattformen jetzt durch ihre digitalen Angebote einfach Vorteile haben. Ja, also die sind vorbereitet, die können das relativ schnell implementieren, das geht ruckzuck, dann sind die am Start und können Spenden einnehmen. Das ist natürlich in der heutigen, ich sage es jetzt mal, Ein-Klick-Mentalität. Ja, also überlegen Sie mal, wenn Sie online shoppen, was Sie da machen und wie viele Klicks Sie da machen, bis Sie gekauft haben, ist das natürlich gang und gäbe. Das heißt, das wird sich auch in unserer DNA immer weiter festsetzen. Das Problem bei Spendenplattformen ist eher das, dass man genau schauen muss, wie man dort präsent ist. Also beispielsweise bei einer Plattform wie HelpDirect, da ist man als eigene Gemeinde unterwegs. Ja, da kann man sozusagen dann auch über die Daten, die dann die Menschen hinterlassen, wenn sie etwas spenden, auch verfügen. Bei Better Place spendet man allerdings beispielsweise an Better Place. Dementsprechend wird einem zwar die Zuwendungsbestätigung abgenommen und der ganze organisatorische Backup sozusagen, aber wenn man an seine Daten kommen möchte, muss man mit Better Place verhandeln. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Situation an dieser Stelle. Es gibt auch einige natürlich Banken, die Evangelische Bank oder auch die KD Bank, die eigene Spendenformulare anbieten an ihre Kunden. Das kann durchaus ganz interessant sein. Also wir setzen das jetzt gerade auch in Leubnitz beispielsweise das Formular der KD Bank ein. Einfach deswegen, weil wir dort ein Konto haben und weil die dann auch die Lastschrift für uns einziehen und wir das nicht auch noch im Büro haben müssen. Das kann eben auch durchaus positiv sein. Also man muss genau schauen, was passt dort wirklich zu einem. Mache ich das über die eigene Website oder mache ich das dann zum Schluss über die Spendenplattform? Man muss sich auch immer eins vergegenwärtigen, auf der Spendenplattform bin ich nie alleine. Ich habe immer Konkurrenz sozusagen um mich herum. Und ich warte noch auf den Moment, wo mir mal angeboten wird, Sie haben gespendet für, wollen Sie nicht auch spenden für? Und dann werden mir drei Dinge angeboten. Also ich glaube, davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Kann durchaus sein. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich würde nochmal vielleicht letzte Hinweise von mir. Also die Kirchengemeinden sind, glaube ich, deshalb gerade einen ziemlichen Vorteil, weil sie eben die Nähe zu den Menschen haben, über die Transparenz, über den Fortgang der Projekte berichten können und eine Bindung und eine unmittelbare Bindung ja zu den Spenderinnen und Spendern aufbauen können, was ein ganz klarer und entscheidender Vorteil also gegenüber anderen Organisationen ist. Ich glaube, Sie haben gesehen, dass die Zukunft begonnen hat, ja, also Fundraising wird wichtiger. Da sind wir uns sozusagen für den kirchlichen Bereich überzeugt und den Kolleginnen und Kollegen gerade auch, was die Entwicklung der Kirchensteuer angeht. Sie haben gesehen, dass wir drei hier ganz stark die Bindung in den Vordergrund gestellt haben, also mit den Spenderinnen und Spendern einen Weg zu gehen, was der Matthias Daberstiel als Donor Journey bezeichnet hat. Und also gehen Sie die Digitalisierung an. Das ist ein Thema, was eben bleiben wird. Und wenn Sie uns nach den Fundraising-Instrumenten fragen würden, die in Zukunft eine Rolle spielen würden, würden wir sagen, ganz klar das Thema Erben und Vererben. Das ist das, was die Menschen zurzeit tatsächlich bewegt. Matthias. Ja, dem kann ich jetzt erstmal nur beipflichten. Ich glaube, man darf keine Angst vor Digitalisierung haben. Ja, ich glaube, man soll sie so nutzen, wie man das als Kirche nutzen würde. Also welche Kommunikation möchte ich und wie kann ich die in der heutigen Zeit am besten umsetzen? Und da zählt dann für mich vielleicht auch dazu, dass man eben sein Benefizkonzert, was man geplant hat, vielleicht eben als Livestream demnächst macht. Warum nicht? Ja, also da bietet Better Place zum Beispiel eine sehr schöne Plattform an. Charity Stream heißt die. Das kann man sich dort mal anschauen. Das kostet einen so gut wie nichts.
Und das ist auf jeden Fall eine Alternative, um eventuell sogar jetzt schon sein Benefizkonzert durchzusetzen. Und jetzt fällt man damit auf jeden Fall mehr auf als im September, Oktober und November, definitiv. Ich sage ganz herzliches Dankeschön euch zweien. Wir haben 14:43 Uhr. Ich kann bei den Teilnehmern sehen, dass sich ganz leise hinten die ersten wieder in den Seminarraum begeben haben, die gleich zum Fundraising-Preis auch dazustoßen wollen. Ich habe nur noch eine einzige offene Frage hier in meinem Fragen-Chat und die können wir drei ganz schnell beantworten. Die ist nämlich ganz einfach: Soll man bei Anfragen von Firmenspenden die Geschäftsleitung direkt ansprechen? Ich sag mal ja. Thomas, was sagst du? Ja. Thomas sagt ja, Matthias sagt Definitiv. danke. Dann haben wir, glaube ich, auch wirklich alle Fragen beantwortet, die aufgelaufen sind. Wir sind genau in der Zeit. Katrin ist jetzt auch schon wieder mit dabei. Euch beiden nochmal ein herzliches Dankeschön. Guten Tag. Und ich gebe jetzt die Regie ab an Mike oder übernimmst gleich du, Katrin? Wir kriegen das gemeinsam hin.